So Leute, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, weil ich es schon ein paar Mal erwähnt habe, bin ich jetzt zur Rückrunde, weil Plätze frei geworden sind, der GPL beigetreten in der zweiten Liga und ich möchte den heutigen Tag und das heutige Video, wann auch immer ihr dieses sehen werdet, weil ich mit allem unzufrieden bin, dazu nutzen, euch mal auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen, zu erklären, wann es losgeht, was für euch wichtig ist, welches Team wir haben und welches Team, also vom Namen her, uns in der GPL repräsentieren wird, also diesen Kanal. Und zwar ist das Team erstmal, kann man vielleicht lesen, das Team Togekiss Peacemaker. Weil Name selbsterklärend, hoffe ich doch mal. Die Revolver, für Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Revolver, der Peacemaker heißt. Es ist ein bisschen skurril, wenn man so möchte, aber... Der Meme-Lord Yoshi und ich haben uns etwas überlegt gehabt während der Vorlesung, wenn es langweilig war und das kam dabei heraus. Ich bin ganz zufrieden mit dem Endergebnis. Das heißt, unser Signature-Pokémon ist Togekiss. Wollte ich nur mal kurz angemerkt haben. An der Stelle möchte ich auch noch mal kurz anmerken, wow, die Überleitungen kommen unglaublich schnell. Ich weiß gar nicht, wieso. Eigentlich möchte ich da mal so Kunstpausen reinbauen. Funktioniert nicht so ganz. Ich möchte kurz anmerken, genau, da war ich stehen geblieben, dass ich das Team von Shizumania übernommen habe, der zur Halbzeit die Liga verlassen hat und dafür bin ich jetzt reingekommen. Und ich habe auch beim Draft ein paar Pokémon getauscht, aber bevor ich euch das alles erklären werde, schauen wir uns erst einmal an, welche Pokémon ich dann als Vorlage in dem Team habe, beziehungsweise wie das Ganze überhaupt abläuft. Einige von euch könnten die GPL vielleicht kennen, andere vielleicht nicht, es gibt ja beides. Und im Prinzip ist das ein Liga-Format. Clash of Gyms ist daran angelehnt, habe ich ja schon mal gesagt gehabt. Und das ist noch etwas umfassender, das heißt, wir haben kein Monotype-Team, sondern wir haben verschiedene Typen in unserem Team. 11 Pokémon, ein Mega-Pokémon, dann 3 OUs, 3 UUs, 2 RUs und 3 NUs bzw. PUs. Falls euch das was sagt. Möchte ich euch nur kurz erklärt haben. So, und bevor ich jetzt so groß weiterrede, werfen wir mal einen Blick auf das Team, wie ich es bekommen habe, als ich beigetreten bin, wenn man so möchte, beziehungsweise als ich genommen wurde. Das war das Team, das Logo ist jetzt nicht das, was davor da war, aber ich habe mal ein bisschen meine tollen Photoshop-Skills ausgepackt und es ist sehr leer. Ich weiß auch nicht, ich bin unzufrieden. Naja, okay. Wir sehen, wir haben als OU-Picks erstmal unser Mega-Pokémon Mega-Glurak X. Das ist das falsche Bild, wie ich gerade sehe. Moment. Das ist das richtige Bild. Ich habe bei mir das falsche Bild aufgemacht. So, als Mega-Pokémon Mega-Glurak X im OU. Dann haben wir Ramot, ursprünglich Victini, was getauscht wurde, kurz vor Ende der Hinrunde von Shizumania. Rotom Bosch, zu guter Letzt als OU-Pick. Dann unsere drei OU-Picks waren Brutalanda, Frostaker und Porygon Z. Die beiden OU-Picks Viridium und Gastrodon. Und im NU befindet sich Rossana, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es auf Deutsch heißt, Nocturne und Gewaldro. An sich doch kein schlechtes Team, aber trotz allem wollte ich so ein paar Sachen ändern. Jetzt muss ich schauen, dass ich mit den Bildfolgen klarkomme. So. Zuallererst habe ich mir gedacht, Glurak X und Brutalanda, das ist ein bisschen doppelt gemoppelt, was Drache angeht, beziehungsweise sind sie sehr ähnlich von der Spielweise. Klar, man kann sie anders spielen, aber ich fand es in dem Fall etwas, naja, hat nicht so gut gepasst, deswegen habe ich Brutalanda rausgenommen und habe als ersten Pick rein nach Tara genommen im Yu-Yu, was eine unglaublich gute spezielle Wand ist, kann supporten mit Wish etc., ist einfach in meinen Augen ein ziemlich gutes Pokémon, das ich unglaublich gerne dabei haben wollte. Und da ist es. Ich war schon verwundert, dass es vorher mir keiner genommen hatte. Das, ja, ich habe auch erstmal diverse Kommentare dafür kassiert, weil Nachtara ja so etwas stallig ist. Aber schauen wir mal, was wir da rausholen können. Wir können ja kreative Sets spielen. Das wird sicher cool. Aber okay. Ich habe außerdem noch nicht fertig mit erklären, was die GPL eigentlich ist, aber das mache ich dann am Ende weiter. Ich wollte jetzt erstmal auf das Team eingehen, bevor ich da irgendwas vergesse. So, der zweite Pick, also den zweiten Trade, den ich hingelegt habe, war im OU. Und zwar habe ich Ramot rausgenommen, weil ich mit Ramot eigentlich nichts anfangen konnte in dem Team. Und habe mir dafür unser Signature-Pokémon Togekiss geschnappt und ins Team gezerrt. Auch hier haben wir wieder einen theoretischen Wish-Support, haben die Heal-Bell, wenn ich mich jetzt gerade nicht vollkommen täusche. Wir können das Ding theoretisch, was weiß ich, als Paraflincher spielen, was ja relativ klassisch ist. Wir haben eine Fee, damit haben wir automatisch ein Draco-Switch-In, also Draco-Meteor-Switch-In für alles Mögliche. Das Ding kann fliegen, das heißt, unsere Bodenschwäche wird etwas reduziert. Und an sich, in meinen Augen, ein ziemlich solider Pick. Kann auch noch, habe ich gesagt, reingeschmied? Noch nicht? Wenn ja, dann habe ich es jetzt getan. So, also, wenn nein, habe ich es jetzt getan. So rum, genau.
Und dann kommen wir auch schon zum letzten Pick. Ich will das Video gar nicht so lange halten. Ich will es wirklich möglichst kurz fassen, damit das nicht wieder ewig dauert nachher. Zu guter Letzt, letzter Pick war im RU. Und zwar habe ich Viridium rausgenommen. Und das ist das falsche Bild. Hier ist es. Und habe Sneeble ins Team genommen. Weil ich gemerkt habe, ich brauche einen Abschlag-User. Denn Abschlag ist in der 6. Gen doch relativ wichtig geworden. Vor allem, weil das so von der 5. auf die 6. Gen so gestärkt wurde, weil 65 Base-Stärke plus 1, plus 0,5 obendrauf. Nicht 0,5 Stärke, sondern mal 1,5, wenn Item getragen und Item danach weg. Ist auf jeden Fall eine wichtige Attacke, die ich auf jeden Fall im Team haben wollte. Das heißt, Sneeble im RU wird interessant, weil es ein kleines Sneebuna ist im Prinzip und an sich eigentlich auch ein solides Pokémon. Ich bin gespannt, wie es sich schlagen wird. Allgemein bin ich sehr gespannt, wie sich das Team schlagen wird. Und ja, zusammengefasst noch einmal. Wir haben dabei Mega Glurak X, Togekiss, Rotom Wash, Lachtara, Forstelka, jetzt würde ich schon Rayman sagen. Porygon Z, weil mein Porygon Z ist Rayman, deswegen muss es jetzt Rayman sein. Sneeble, Gastrodon, Rosana, Nocturne und Gewaldru. Also die Pokémon, die ihr im Idealfall hier nochmal sehen werdet. Genau, jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich noch irgendwas Wichtiges vergessen habe. Ich bin ein unglaublich schlechter Freund, also eigentlich eher Feind von vielen Cuts, weil ich das nachher nur wieder vergesse und ich faul bin wie Sau. Dementsprechend überlege ich jetzt gerade so, was mir noch einfällt. Was gibt's noch Wichtiges zu sagen? Der erste Kampf ist gegen einen anderen neuen Einsteiger, und zwar den guten Pyromanix, am kommenden Mittwoch um, ich habe die Uhrzeit vergessen. Das wäre natürlich jetzt noch ideal, wenn man das wüsste. Ich glaube aber, das finde ich spontan nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es wahrscheinlich in die Videobeschreibung einfach mal reinpacken, wann der erste Spieltag sein wird. Ist der 14. Spieltag eigentlich, wenn man so möchte. Und ja, mit diesem Team werden wir vertreten sein. Ich bin gespannt auf das Ganze. Bin ein bisschen nervös, weil ne, es ist ja schon ein größeres Projekt, kann man glaube ich sagen. Ein ziemlich großes. Und davon ein Teil zu sein, finde ich zum einen unglaublich cool. Und zum anderen macht es mich ein wenig nervös, weil man kann sich bei großen Projekten auch sehr, sehr leicht blamieren. Das wäre natürlich eher nicht wünschenswert, aber ich glaube, man sollte das nicht so sehen, weil es geht ja in erster Linie um den Spaß. Ich freue mich auf jeden Fall unglaublich drauf. Mittwoch geht es, wie gesagt, los am 11.05. um Uhrzeit in Videobeschreibung und sicherlich irgendwann nochmal auf Twitter zu sehen und bla. Gibt es noch irgendwas anderes Wichtiges, irgendwas anderes? Es gibt 13 Spieltage für uns in der Rückrunde. Wer die ganzen Gegner sind, schaut in die Videobeschreibung, da müsste soweit eigentlich alles drinstehen, alle Teilnehmer der zweiten Liga, da müsste eine Tabelle drin sein mit den Spieltagen, da müsste, also ein Spielplan, so, das ist das richtige Wort, wir können ja auch mal deutsche Sprache benutzen, wenn wir ihrer schon mächtig sind, und eine Tabelle, wo ihr sehen könnt, wer auf welchem Platz ist in der Liga. Wir dürften etwa mittig sein, das sollte eigentlich ganz gut sein. Ist eine gute Vorlage, das Team ist solide. Ich denke, wir werden gar nicht mal so unglaublich schlecht abschneiden können, wenn ich mich gescheit konzentriere und gescheit spiele. Den ersten Spieltag habe ich ganz nebenbei noch nicht gespielt. Den werde ich morgen austragen. Heute ist nämlich Sonntag. Montags werde ich ihn dann austragen. Ich bin unglaublich gespannt und sicherlich werde ich dann am Ende der ganzen GPL mal vielleicht nach den ersten Spieltagen mal ein kleines Review raushauen, wie ich es empfand. Ich finde das unglaublich interessant. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf, da Teil von so etwas Großem zu sein. Das finde ich voll cool. Und ja, danke nochmal zum einen an die Leute, die für mich gestimmt haben bei der Bewerbung. Das ist super, Dankeschön. Ich werde mein Bestes geben, euch nicht zu enttäuschen. Genauso werde ich mein Bestes geben, Schizomania nicht zu enttäuschen, indem ich sein Team jetzt dann mit seinem Team verliere, also mit dem, was von seinem Team verblieben ist, also den 11 minus 3, 8 Mons, die von ihm verblieben sind, plus halt, ja, meine 3. Ich werde mein Bestes geben, da möglichst gut abzuschneiden, logischerweise, weil je besser, desto besser. Das klingt seltsam, aber ich werde mein Bestes geben. Und ja, ich glaube, das war alles, was nicht blödes Herumgestammel und wiederhole ist. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns in den nächsten Videos am ersten Spieltag der GPL. Ich bin unglaublich hype und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet, ob ihr euch darauf freut und alles, und ich bin etwas überfordert mental, aber ich krieg das hin. Ich werde mein Bestes geben. Ihr kennt mich. Ich gebe immer mein Bestes. Keine halben Sachen. Das ist das Motto. Genau.
dann war's das von der Teamvorstellung. Die Togekiss Peacemaker sind am Mittwoch dran. Ich bin gespannt. Also, bis dahin und ciao, Leute.